Mädchen Tres nachmittags im Münsterland 5.05.2023. Sie sprühen täglich. Mit HAAP und SRM erzeugte Wellenmuster. HAAP heißt High Frequency Active Auroral Research Program und SRM heißt Solar Radiation Management, womit Chemtrails gemeint sind. Im Anschluss ab Minute 1 und 57 Sekunden erklärt Dr. Zeller Dai Wellenmuster und HAAP. Die Wellenmuster zeigen, dass sie gerade die leitfähigen giftigen Metalle in den Chemtrails zur Funkverstärkung und Funküberwachung benutzen. Chemtrailer. Chemtrailer. Die Wellenmuster zeigen, dass sie gerade die leitfähigen giftigen Metalle in den Chemtrails zur Funkverstärkung und Funküberwachung benutzen. Dann, ich habe vorher ja den Begriff Geoengineering geprägt. Ich will auch den jetzt noch erklären. Auch hier wieder ein ganz eindrückliches Foto, auch auf dem Google gemacht, mit diesen Querrippen. Da komme ich im Zusammenhang mit HAAP gleich darauf. Und auch hier, das ist ein Artikel aus Report 24, oder Report 24, ist eine deutsche Zeitung. Doch keine Spinnerei, Fragezeichen, HAAP in EU-Papier als Klima- und Waffensystem bezeichnet. Das ist ein Artikel von 2021 und hier, was Sie hier sehen, das ist eine der HAAP-Anlagen. Das ist die HAAP-Anlage, also die erste Anlage, die steht in Alaska und die sieht so aus, das ist ein riesiger Wald von mindestens 81, ich glaube mittlerweile noch mehr Radioantennen. Im Prinzip sind das Radioantennen, die eine gewaltige Leistung an elektromagnetischen Wellen in die Atmosphäre hochjagen. So sieht das aus. Und eben, also ich finde es eigentlich spannend, dass die greifen das auf, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, von diesem EU-Papier, oder, wo da gewarnt wird. Aber das EU-Papier ist von 1999, oder das Europaratpapier. Und der Artikel kommt 2021 raus. Das ist eigentlich auch spannend. Was ist so speziell an HAAP? Eben, Sie haben vorher die Antennen gesehen und diese Antennen, die jagen im Prinzip Radiowellen in die Ionosphäre hoch, also sehr weit nach oben, so weit über 100 Kilometer hoch. Was HAAP kann, was die meisten anderen Antennen nicht können, das ist hier ein Schema von diesen HAAP-Antennen, die Sie eben gesehen haben, und die können fokussieren. Die machen da oben einen Punkt. Die meisten Antennen, die strahlen ab wie eine Taschenlampe, ja, das wird immer breiter und wenn Sie irgendwie 500 Meter entfernt stehen, sehen Sie nichts mehr. Also Sie können mit der Taschenlampe nicht so weit zünden. Mit einem Laserstrahl kommen Sie weiter. Und was HAAP eben macht, ist ein bisschen vergleichbar mit einem Laserstrahl, aber es ist nicht parallel, sondern es fokussiert sogar so, dass man da oben einen unglaublichen Hotspot, eine heiße Stelle, erzeugen kann. Und dadurch kann man dann eben die Ionosphäre, den leitenden Teil der Atmosphäre, so verändern, dass man eben, ich habe das ja eingangs gesagt, dass man weiter funken kann, dass man mit den Flugzeugen und Schiffen besser Funkkontakt aufhalten kann, aber man kann eben auch anderes damit machen, da komme ich gleich dazu. Solche Anlagen gibt es nicht nur in den USA, es gibt mindestens zwei in Alaska, das ist die ursprüngliche, dann gibt es eine in der Karibik, und dann gibt es eine in Norwegen und eine irgendwo, auf die ist, glaube ich, noch nicht einmal eingezeichnet, auf den Balearen. Und
Dann gibt es aber auch im Mittleren Osten, man weiß, also ich weiß nicht so ganz genau, ist es Russland oder ist es Iran, wo es überall solche Stationen hat. Und von China weiß man es nicht einmal. Diese Quelle ist übrigens auch schon mehr als 10 Jahre alt. Also wahrscheinlich, aber da wird natürlich zum Teil auch sehr heimlich getan. Einfach damit Sie sich das vorstellen können. Hier nochmal ein Foto eben von diesen Antennen. Und jetzt sieht man hier, was die eben machen. Also wenn die gleichgeschaltet sind und diese Radiowellen aussenden, das sieht nicht so aus. Das ist nur eine Animation von NTV. Das ist schon älter. Da gab es also mal einen Beitrag tatsächlich auf NTV über HARP. Ist noch spannend, ist nicht sehr lange. Und da wird einfach animiert, wie da diese elektromagnetische Welle hochgeht. Und was passiert dann damit? Das geht eben durch die ganze Atmosphäre durch, also Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre und dann in die Ionosphäre. Und da wird fokussiert, wie ich es vorher gezeigt habe, und dadurch wird da erhitzt. Und das kennen Sie alle, wenn Sie etwas erhitzen, dann entsteht Dampf, dann dehnt sich das aus. Ja, also wenn Sie mit einem Kinderballon zum Beispiel, wenn Sie den in den Backofen stellen, dann wird der größer. Keine gute Idee. Aber einfach, also... Ja, also das weiß man. Oder wenn man Wasser kocht und den Deckel drauf hat, dann jagt es irgendwann den Deckel weg, weil der Dampfdruck halt zunimmt. Also das heißt, was hier gemacht wird, die Ionosphäre wird so aufgeheizt, dass sie sich ausdehnt. Und was passiert, wenn sie sich ausdehnt? Es gibt einen Sog. Das zieht nachher Luftteilchen von da unten nach oben, weil die wollen dann ausweichen, oder? Die Druckverhältnisse wollen sich ausgleichen. Und wenn die nach oben gezogen werden, dann wird irgendwann... werden Luftteilchen hier von rechts und links nachwandern. Das heißt, man generiert so Winde. Eigentlich ganz lokal. Aber dadurch, dass man das eben so generiert, kann man den Jetstream ganz genau modifizieren. Der Jetstream, das ist eigentlich dieser Wind auf etwa 10 bis 15 Kilometern Höhe, also gerade so da, wo die Verkehrsflugzeuge fliegen. Die meisten kennen das, wenn man von den USA zurückfliegt, geht es schneller, weil man Rückenwind hat, weil der Jetstream, der läuft von West nach Ost. Und der macht so eine Wellenbewegung. Das ist grundsätzlich normal. Aber was man jetzt eben machen kann mit HARP, man kann diesen Jetstream zum Erliegen bringen. Man kann den umlenken. Man kann hier sogenannte Höhentiefs generieren. Höhentiefs, ja. Es tönt wie ein Widerspruch. Es ist ein Tiefdruckgebiet in der Höhe, weil man eben genau das da macht. Weil man da oben einen tiefen Druck generiert. Das ist ein Höhentief und das lenkt dann den Jetstream entsprechend um. Das kann man mit relativ wenig Aufwand kann man das ganz gezielt machen. Und mit diesen 10, 20 Anlagen, die es gibt, ist das überhaupt kein Problem, da zum Beispiel den Jetstream so zu generieren, dass er gewisse Länder ständig umgeht. Die kriegen dann keinen Regen mehr, weil der Jetstream bringt auch die Feuchtigkeit vom Atlantik, oder? Die sind dann trockengelegt. Also Iran hat das den USA schon vor 20 Jahren vorgeworfen. Es gibt ein Paper dazu. Ihr verursacht unsere Dürren. Wird natürlich nicht darüber gesprochen. Ja. Da sieht man, das ist so ein ganz typisches Tief. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin überzeugt, dass das generiert ist, um da den Jetstream so extrem ausfransen zu lassen. Und Sie sehen da Europa, oder? Und das ist jetzt nämlich ein ganz spezielles, nein, es ist nicht das, das ist vom 13., aber das ist von heute. Aber ist auch heute garantiert manipuliert. Denn ich habe heute Morgen gehört, dass anscheinend wieder Sahara-Staub unterwegs sein soll. Schon wieder. Habe ich in meiner Kindheit auch selten gehört. Ich weiß, ich habe Zeitungsartikel aus den 60er und 70er Jahren gefunden, aber das war extrem selten. Ja. Und heute haben wir es alle 2, 3 Wochen. Was passiert hier? Hier wird der Jetstream so nach Nordafrika geleitet, und dann hier wieder hoch. Und dann kommt natürlich der ganze Sahara-Staub zu uns. Also es ist schon Sahara-Staub. Aber der bewirkt natürlich auch, dass man dann weniger erkennt, was sonst noch alles im Himmel drin ist. Hier, das war am 15. März, da habe ich leider das Bild des Jetstreams nicht mehr gefunden. Ich habe auch eins, aber ich habe viel zu viele Dokumente. Meine Freundin sagt mir das immer wieder. Ich sammle zu viel. Sie erinnern sich wahrscheinlich, das war ja so gelb an diesem 15. März, als der Sahara-Staub kam. Ich habe die Webcam vom Jungfrau Joch angeschaut. Das war so gelb wie das Mikrofon hier. Also es war unglaublich. Was ist da passiert? Das ist eine andere Darstellung. Es ist auch wieder, sind die Windverhältnisse auf etwa 10.000 Metern Höhe. Und da sieht man wieder genau dasselbe. Hier ist Italien, daran kann ich mich immer gut orientieren. Europa, hier Nordafrika. Und der Jetstream ging genauso unten rum.
und brachte das Ganze via Frankreich mit dem Westwind zu uns. Genau so. Und so könnte es jetzt wieder, Sie haben jetzt den Jetstream von heute gesehen, es könnte tatsächlich in den nächsten Tagen wieder passieren. Hier, da gehe ich jetzt nicht in die Details, das ist zu aufwendig. Hier kann man noch, hier habe ich einfach noch aus einem Buch von Thomas Bearden, das ist ein, der hat beim amerikanischen Militär lange gearbeitet, ist dann nach der Pensionierung, ist er dann so ein bisschen aufgewacht und hat viele Bücher geschrieben zu dem Thema. Hier zeigt er auch, wie man mit unterschiedlichen ebenso Radaranlagen wie das HARP ebenso ein, quasi ein Kreuzfeuer machen kann, um den Effekt eben noch zu verstärken. Wenn man die Atmosphäre jetzt eben befüllt mit Partikeln, die leitfähig sind, dann nehmen die diese Energie viel besser auf. Ebenso wie eine Plastikschale in der Mikrowelle drin, wird ihnen ja nicht heiß. Aber wenn sie da das Richtige drin ist, nicht nur Wasser, es gibt auch gewisse Keramiken, die sind nicht so geeignet, die werden auch heiß. Je nachdem, was für Moleküle da drin sind, wird das heiß in der Mikrowelle. Und wenn man jetzt eben solche Partikel in der Atmosphäre hat und dann noch HARP anstellt, dann kann das so aussehen. Und HARP, das kann man in den Publikationen lesen, das verwendet Frequenzen zwischen 20 kHz, also 20.000 Schwingungen pro Sekunde, bis 30 MHz, bis 30 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Und ich habe da mal ausgerechnet, aber auf jeden Fall, wenn wir bei 30 MHz sind, dann hätten wir hier eine Wellenlänge von 100 Metern. Und wenn wir bei 20 Hertz sind, dann geht es, nein, bei 10 Metern sogar, Entschuldigung, bei 30 MHz sind es nur 10 Meter, bei 20 kHz wären es 15 Kilometer. Das heißt, es ist sehr gut möglich, ich weiß ja nicht, wie hoch diese Wolken sind, aber der Abstand da ist vielleicht 100, 200 Meter. Und wenn man sich die Welle vorstellt, dann ist es durchaus denkbar, dass da eben diese Partikel entsprechend gepusht werden durch diese HARP-Welle und dass das da dann eine stehende Welle gibt, eben wie eine Seite, die schwingt. Es gibt den Effekt natürlich auch als sogenannte Lehwellen. Das sagen dann meistens die Skeptiker, sagen ja, Lehwellen, Föhnlinsen und so weiter. Wenn der Föhn über die Alpen geht, dann gibt es auch solche Effekte. Ja, absolut richtig. Aber das hier ist über Basel aufgenommen und der Jura allein reicht nicht, um hier Lehwellen zu generieren. Also da ist etwas anderes passiert. Das finde ich ganz eindrücklich, das hat mir ein Bekannter von den Freunden der Verfassung in Zürich hat mir das zur Verfügung gestellt. Er hat das Bild gemacht in Dubai am Dezember oder am Jahresende 2021. Es hat sintflutartig geregnet und solche Wolken gehabt. Und dort gibt es nur Meer und Wüste, keine Hügel, keine Dünen, keine Berge. Oder? Also ich kann es auch nicht erklären, aber es ist sicher höchstwahrscheinlich nicht natürlich, sage ich jetzt mal so. Ich komme ganz kurz auf sogenannte Skalarwellen zu sprechen, weil viele von Ihnen haben das wahrscheinlich schon gehört. Das ist jetzt die Theorie von Nikola Tesla, die auch von anderen gestützt wird. Nikola Tesla hat sogenannte Skalarwellen postuliert. Für mich war das ein unglaublich rotes Tuch. Diejenigen, die den Wetteradler kennen, wetteradler.de, hat zum Teil gute Videos. Er spricht immer über Skalarwellen, ohne zu erklären, was es ist. Das finde ich schade. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme auf den Geschmack. Ich erinnere mich an einer meiner Physikprüfungen an der ETH, wurde ich gefragt, warum es keine longitudinalen elektromagnetischen Wellen geben könne. Sie erinnern sich, die longitudinalen, das waren die da, wie die Schallwellen. Meine Antwort war klar, hat mich gerettet. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich habe gesagt, die müssten dann ja mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich fortpflanzen. Und das geht nicht, weil die Lichtgeschwindigkeit ist ja konstant nach Einstein. Ja, in der Quantenmechanik stimmt eben Einstein auch nicht immer. Aber ich will da nichts behaupten, ich bin da dran, mich weiterzubilden. Ich bin selber schockiert, was ich alles noch nicht gewusst habe. Aber wie gesagt, ich will darauf nicht eingehen, weil ich möchte Ihnen subtile Argumente liefern, weil wenn Sie einem, ich sage jetzt mal SRF-Zuschauer von Skalarwellen erzählen, dann stellt er ab, er hört Ihnen einfach nicht mehr zu. Ja? Das ist Geschwurbel. Und deswegen Vorsicht damit. Aber ich finde es je länger, je spannender. Was stattfindet, ist, dass die Umwelt je länger, je mehr als Waffe missbraucht wird. Von diversen Großmächten, allen voran die USA. Und was mit dieser Umweltwaffe eigentlich stattfindet, ist ein Krieg gegen
die ganze Natur, gegen alle Lebewesen, und zwar nicht etwa ein Krieg eben im herkömmlichen Sinn von einer Nation gegen eine andere, sondern im Prinzip gegen alle, selbst gegen die eigene, gegen das eigene Land jeweils, von denjenigen, die es ausführen. Geoengineering ist das Problem und nicht die Lösung. Also es ist das Problem von ganz vielen Umweltproblemen, die wir kennen. Also Geoengineering ist eigentlich der Überbegriff von dieser Wettermanipulation, und das ist zu einem großen Teil verantwortlich für sauren Regen, für Klimawandel, für Waldsterben und so weiter. Komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Und ja, viele Leute sind sich einfach dessen überhaupt nicht bewusst. Und diese Leute, und das ist eigentlich mein Anliegen, meine Motivation, tragen Sie diese Informationen weiter, informieren Sie Leute. Je mehr Leute sich bewusst sind, was hier geht, desto mehr haben wir eine Chance, das zu stoppen. Weil einer allein kann das nicht stoppen, auch 10 können es nicht stoppen. Aber 10% der Bevölkerung können es vielleicht stoppen.